Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Mein Name ist Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Heute habe ich für dich das Degustavox Unboxing, so ziemlich mein liebstes Unboxing jeden Monat, von Januar. Denn wir haben Januar 2019. Ja, wenn du Bock drauf hast, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. So, Haare ein wenig zur Seite. Da ist sie, Degustavox. Ich weiß nicht, ob die das Logo geändert haben. Ich glaube schon, oder? Weil die jetzt quasi diesen Grinsesmiley als D haben. Ist natürlich auch ganz süß, ne? So, Schere ist am Start. Dann vorsichtig öffnen. Die Degustavox kommt einmal im Monat und die kann man für 14,99 € abonnieren und jederzeit wieder deabonnieren. Wenn ihr diesen Gutscheincode verwendet, der auch unten in der Infobox steht, dann bekommt ihr die erste Degustavox 7 € günstiger. Das ist so eine Idee, die man so mal machen kann. So, das Ganze ist Essen. Deswegen werde ich das jetzt auch probieren mit euch zusammen. So sieht die immer von innen aus. Ich finde das Design von dem Karton allgemein schon mal sehr hübsch. Dann hast du hier oben drauf, ja, so eine Papierverpackung und dann steht hier auch drauf, öffnen, freuen, genießen und teilen. Das mit dem Teilen ist immer so eine Sache, ne? So, wenn man das aufmacht, sieht man hier schon direkt unheimlich viele geile Sachen. Hier steht drin, was drin ist und die Preise, die schreibe ich euch auch immer oben hier in die Ecke. Und hier hast du dann noch ganz oft auf der Rückseite so Rezeptideen mit den Produkten, die hier in der Box drin sind, was ich mega cool finde. So, ich muss mir mal erst ein bisschen Platz schaffen und stelle die Box mal auf den Boden. So, ich bin bewaffnet mit einem Löffel und mit einer Serviette. Wer weiß, was da so jetzt auf mich zukommt. Ja, also ich bin gespannt. Ich habe die alkoholfreie Variante der Box bestellt. Das kann man angeben, wenn man die das erste Mal bestellt. Da kannst du anklicken, was für Sachen du quasi, gegen was du allergisch bist zum Beispiel, oder wenn du irgendwie ja kein Alkohol trinkst, nur dass du halt alkoholfrei das haben möchtest. Letztes Mal hatte das ja leider nicht so gut funktioniert und dann hatte ich ja Alkohol mit in der Box. Das wurde zwar, ne, weil Weihnachten war und so und in Verwandtschaft und so, wurde es dann auch entsprechend getrunken, aber naja, war halt echt blöd für mich, weil wir trinken eigentlich keinen Alkohol. Ich trinke wirklich alle halbe Jahr vielleicht mal Alkohol, sprich zu Weihnachten oder ja zu meinem Geburtstag oder zum Geburtstag von meinem Freund. Das ist wirklich ganz, ganz selten. Und ja, deswegen hatte ich dann auch Degustavox angeschrieben und die haben dann direkt auch das entsprechend erstattet. Also überhaupt kein Problem. Der Service ist super, das ist super unkompliziert, das Ganze. Also von daher muss man sich da keine Sorgen machen. Ja, dann fangen wir mal mit dem ersten Produkt, was ich rausgefischt habe, an. Und zwar habe ich hier einen Riegel von Mr. Tom. Das ist so ein Erdnussriegel und ganz ehrlich, den kenne ich und den habe ich als Teenager, glaube ich, sehr viel gegessen. Ich liebe ihn. Das ist halt richtig mit ganzen Erdnüssen und der ist ultra süß, aber ich liebe sowas. Krümmelt halt immer ein bisschen und es ist halt auch sehr klebrig und so. Aber ich mag das. Oh, da kommen mir schon Stücke entgegen. Also eigentlich ist es halt quasi ein kompletter Riegel. Und, oh, der riecht auch so geil, ne? Hm. Bröselt auseinander. Deswegen muss der ganz schnell gegessen werden. Mega lecker. Als nächstes habe ich hier rausgefischt das Honig-Senf-Dressing von Develei. Ich kenne den Senf, der hier hinten drauf ist, Wortfindungsstören, Mist, genau, und da gibt es halt auch schon Dressings von, das wusste ich gar nicht, finde ich richtig cool, ja, und das ist so ein kleines Päckchen, was sich dann auch relativ lange hält und was man dann bei Bedarf einfach über einen Salat machen kann, sehr praktisch. Dann habe ich hier drin von Messmer Hügelig nordische Beeren, ach sehr cool, ein Früchtetee mit Beerenaroma. Mega. Ich mag Messmer-Tees richtig gerne und es scheint eine neue Verpackung zu sein, weil die halt so, ne, in der Mitte etwas schmaler ist. Ja, finde ich cool, freue ich mich drauf. Passt jetzt auch echt in die Jahreszeit. Übrigens, das Motto ist fit ins neue Jahr. Also, mit dem Erdnussriegel geht man auf jeden Fall schon mal fit ins neue Jahr, weil Erdnüsse bringen ja Energie. Dann mit dem Honig-Senf-Dressing, weil es ja immer Salat geht. Und dann gibst du dir auch noch einen Tee. Boah, der riecht aber auch mega. Richtig gut. Ja, das wird dann auch entsprechend Vitamine vielleicht enthalten. Man weiß es nicht, ne? Aber du machst es dir halt gemütlich und wenn
man gut drauf ist, dann ist man gesund. Weiß ich nicht. Ich versuche jetzt so ein bisschen diese Assoziationen zu ziehen zu dem, was die dann so vielleicht sich gedacht haben. Ja, was auch ein Fit ins neue Jahr bringen wird, ist von Red Bull ein Sugar-Free Energy Drink mit Taurin, belebt Geist und Körper. Ich liebe Energy Drinks. Es ist jetzt aber halt gerade echt 8 Uhr abends und da brauche ich jetzt keinen Energy Drink trinken, glaube ich. Ich glaube, das wäre ein bisschen heftig, oder? Ich weiß, dass ich den auf jeden Fall sehr gerne mag und das ist jetzt so eine neue Variante ohne Zucker. Habe ich tatsächlich auch schon mal probiert und finde ich auch lecker. Also du schmeckst es schon, dass es halt nicht mit Zucker ist. Es ist ein bisschen anders vom Geschmack her. Halt nicht so süß. Aber ich glaube, genau das ist das, was viele auch an Energy Drinks nicht so ultra gerne mögen, dass es halt zu süß schmeckt. Und das hier schmeckt eigentlich ganz geil. Dann habe ich hier ein Eiweißbrot drin. Ja, das wird auch gut sein und einen fit werden lassen, weil Eiweißbrot soll ja unheimlich gesund sein. Wobei auch da habe ich schon Negatives drüber gehört, ne? Über Eiweißbrot allgemein. Das ist jetzt von Liken-Urkorn. Finde ich ganz gut, denn als wir unseren Wochenendeinkauf gemacht haben, hatte ich mich leider im Brot vergriffen und eins mitgenommen, was nicht ganz so lange haltbar war. Und ich nehme ja immer morgens Brot mit zur Arbeit. Dann kann ich das hier nämlich nehmen, weil das ist bis zum 29.01. haltbar. Sehr gut. Ja, freue ich mich richtig drüber. Und ich wollte auch schon immer mal Eiweißbrot ausprobieren und gucken, wie das so schmeckt. Bin ich echt gespannt drauf. Als nächstes habe ich hier von Day Up drei verschiedene Smoothies, sind das, glaube ich. So sehen die aus. Da habe ich einmal die Variante, also das sind alles Fruits and Yogurt Snack und das hier ist mit Pfirsich, natürlichem Joghurt, Honig. Oat Flakes, was war Oat nochmal? Haferflocken, glaube ich. Orange und Millet Flakes. Ich weiß jetzt nicht, was Millet ist. Das ist auf jeden Fall in dem hier drin. Der wird natürlich dann sehr, sehr orangig schmecken, denke ich mal. Der nächste ist mit mit Banane, mit Apfel, natürlichem Joghurt. Black Currant. Schwarzkirsche vielleicht. Auch wieder Haferflocken, Blackberry, Buckwheat Flakes, das weiß ich jetzt auch nicht, und Aktivkohle. Ach du meine Güte, das ist auch interessant, der wird wahrscheinlich schwarz sein, den probiere ich gleich. Und da ist kein Zucker mit drin, bei dem anderen auch nicht. Und der hier ist mit Apfel, Erdbeere, süßer Kirsche, natürlichem Joghurt, wieder Haferflocken. Ist das wirklich Haferflocken oder Weizen? Nee, Weizen ist Wheat, ne? Und Oat? Ist Haferflocken, würde ich sagen. Und Linsensamen. Okay. Ja, den schwarzen probieren wir jetzt mal zusammen. Da bin ich gespannt drauf, wie der schmeckt und ob der schwarz ist. Wir gucken mal rein. Riecht auf jeden Fall echt gesund. Der hat übrigens. Ah, also da sind 120 Gramm drin und der hat 98 Kilokalorien. Also im Prinzip ein gutes Frühstück, ne? Achso, erstmal gucke ich mal, was da so rauskommt. Ich habe ja hier meinen Löffel, dann können wir das mal drauf machen. Dann, Ui. Ja, es ist schwarz. Ja, es kommt halt auch noch Flüssigkeit am Anfang immer mit raus. Oh Gott, das sieht aus. Also, ne? Appetitlich ist wirklich was anderes. Aber eigentlich trinkst du es ja direkt hier raus und dann siehst du das nicht, aber es ist einfach schwarz. Das schmeckt wirklich gut. Und du hast von diesem Haferflockengedöns auf jeden Fall dieses etwas, dass du das Bedürfnis hast zu kauen. Das ist ein bisschen mehliger von der Konsistenz dadurch, aber es ist nicht schlecht, ne? Also irgendwie, das hat was. Na gut, Bananen. Nicht reden, Claudi. Die Banane gibt die Bindung da drin. Und du schmeckst auch ein bisschen diese. Sind. Heidelbeeren sind das, glaube ich. Ich verwechsel das immer, Heidelbeeren und Brombeeren, ne? Auch wenn ich die beide im Garten habe, ist auch super. Also so zum Frühstück, auch auf der Arbeit, fände ich das eigentlich ganz cool. Aber man muss es auch kauen, ne? Das ist irgendwie, oder man hat das Bedürfnis zu kauen. Hier steht es übrigens hinten drauf, ne? Banane, Apfel, schwarze Johannisbeere, Brombeere, natürlicher Joghurt, Haferflocken, Buchweizenflocken, Aktivkohle. Wenn man nicht drüber nachdenkt, dass das, was da drin ist, schwarz ist, ist es okay. Wenn man aber drüber nachdenkt, dann ist das irgendwie weird. Oh
mein Gott, man hat eine etwas schwarze Zunge. Ui, 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 ui. Ich muss jetzt auf jeden Fall irgendwas trinken. Irgendwas. Dann nehme ich doch einfach mal von Alpro Kokosnuss Original erfrischender Geschmack ohne Zuckerzusatz. Weil ich ja so gerne Kokosnussmilch mag. Aber wir probieren es mal. Verbesserte Rezeptur. Ja, guck. Dann wird es hoffentlich besser schmecken. Mit Reis. Auch das ist interessant, ne? Reis in einem Getränk. Positiv. Von Natur aus laktosefrei mit Calcium, Vitamin B12 und D. Vitamin D, ich sag's immer wieder, mega wichtig. Also ultra gesund. Auch das passt dann natürlich wieder zum Motto von die Ultra-Packung, echt. Wer trinkt auch gerne aus so komplett großen Tetrapacks? Stimmt man hier oben ab. Ich mega gerne. Prost! Es schmeckt definitiv besser. Du hast nicht diesen ultrapappigen Geschmack im Mund und das finde ich ganz gut. Doch, das gefällt mir deutlich besser. Das ist sehr leicht von dem Kokosgeschmack und du hast nicht diesen Pelz auf der Zunge. Ne? Weißt du, was ich meine? Also das ist, habe ich sonst bei diesen ganzen Kokosdrinks immer gehabt. Das war irgendwie so ein Pappmaul, was ich nachher hatte. Das habe ich hier jetzt gerade nicht, kann aber auch daran liegen, dass mein Mund sich gerade freut, diese Aktivkohle überall wegzukriegen. Ich weiß es nicht. Kann man auf jeden Fall trinken. Vielleicht kann man das auch in Kaffee machen, das weiß ich gar nicht. Das werde ich mal ausprobieren. Ja, wenn das so gesund ist, gerne, nehme ich mit. Ja, die Degusta-Box hat scheinbar dazu gelernt. Oder sich wieder korrigiert, ich weiß es nicht. Ich habe hier zwei Flaschen alkoholfreies Beck's Bier. Richtig gut. Ja, Bier trinke ich ab und an mal alkoholfrei, am liebsten als Radler. Das hier wird dann wahrscheinlich mein Freund trinken. Dann kann er das mal probieren. Ich weiß gar nicht, ob der schon mal Beck's Blue alkoholfrei probiert hat. Ja, werde ich ihn mal fragen. Aber ja, direkt zwei Flaschen, sonst können wir uns die zusammen gleich gönnen. Zum Abendbrot. Wobei, das hier ist mein Abendbrot. Gefällt mir. Sehr gut. Ja. Als nächstes habe ich hier wieder einen Smoothie, aber hier steht drauf der kleine Sattmacher, deswegen werde ich den nicht jetzt trinken. Das ist von Fria mit Chiasamen. Ein mit Chiasamen, Limette und Ingwer. Okay, das ist interessant. Soll man eiskalt genießen, vorher schütteln? Chiasamen sind wahre Kraftpakete, die schon die alten Azteken zu schätzen wussten. In Fria werden sie mit dem erfrischenden Aroma von Limette Ingwer kombiniert und befreien dich von Heißhunger. Okay. Kann ich jetzt schlecht essen? Ich habe keinen Heißhunger. Ich habe gerade diesen Day Up getrunken. Der hat mich ziemlich satt gemacht. Hier unten sieht man das so ein bisschen. Da siehst du auch diese Chiasamen drin, ne? Weiß ich nicht, sieht man, ne? Sehr interessant. Also ich habe die schon mal eine Zeit lang tatsächlich auch gegessen oder in Joghurt gemischt oder wie auch immer über einen Salat gemacht. Ist ultra gesund. Interessant finde ich hierbei auch, dass du nur 31 Kilokalorien pro 100 Milliliter hast und hier sind 200 Milliliter drin. Also im Prinzip ist es ein Sattmacher, der aber nicht viele Kalorien hat. Das ist wirklich interessant. Werde ich auf Arbeit tatsächlich mal als Frühstück probieren, weil jetzt auch mit Ingwer und so ist es eine gute Sache. Limette macht wach, würde ich mal so sagen. Ingwer wärmt auch ein bisschen und ist auch einfach gesund. Ich glaube, das ist auch so ein bisschen entschlackend. Ja, ne? Das werde ich mir auf jeden Fall auf der Arbeit als Frühstück geben. So, ein bisschen was haben wir hier noch. Und zwar habe ich hier einmal von Develei, also nochmal von Develei, ein Joghurtdressing. Auch das finde ich richtig gut. Auch wieder über den Salat. Also, das ist wirklich eine sehr gesunde Box. Ich hatte ein bisschen Angst, dass es vielleicht eine Box wird, wo Diätprodukte oder sowas drin sind. Das hätte ich jetzt nicht gebrauchen können. Hier hast du dann nochmal von Develei so eine Infokarte, aber da steht nichts Aufregendes drin. Halt nur, was sie so für verschiedene Senfsorten haben. Ja. Aber interessant finde ich einfach dieses Dressing. Das wird ja bei uns gut aufgehen. Da habe ich richtig Bock drauf. Ich mag diese Joghurt-Dressings. Ich liebe aber dafür Honig-Senf-Dressings. So, und das Letzte, was hier drin ist, sind passierte Tomaten, würde ich sagen. Pomodori Pilati von Solo Pomodoro Mutti. Ist das nicht die geilste Marke ever? Richtig geil. Sowas geht bei uns ziemlich schnell weg, weil wir uns unheimlich gerne Nudeln mit Tomatensoße oder so
Spaghetti Bolognese oder sowas machen und da kannst du das einfach gut mit reinmachen. Auch wenn du ein Fix verwendest, kannst du das Fix mal aufpeppen. Ne? Das ist halt auch mal so als kleiner Tipp, indem du einfach mal so ein paar Dosentomaten damit reinmachst oder ein paar frische Kräuter oder so. Natürlich wäre das Beste, komplett frisch zu kochen, aber manchmal hat man weder Zeit noch Lust dafür. Dann macht man ein Fix und dann kochen wir gerne mit Mutti. Richtig cool. Oh, ich habe was vergessen. Manna. Die Manna-Schnitten. Die habe ich auch noch vergessen. Ich habe noch nie Manna probiert, glaube ich, oder? Ich probiere sie mal. So sehen die aus. Habe ich echt noch nie probiert, glaube ich. Manna-Schnitten. Es ist mit Vollkorn, steht da drauf, und Haselnuss. Oh, das ist lecker. Süß. Da habe ich meine Süßigkeit. Aber ich stehe drauf mit weniger Zucker. Sind die sonst noch süßer? Alto Belli. Oh nein, oh nein. Ich habe noch mehr vergessen zu zeigen. Und zwar sind hier Cabanossis drin. Ja, scheiße, hatte ich nicht gesehen. Da lag dieses Papierzeug drauf. Verdammt. Ja, das sind so Würstchen. Ja, probier mal eine. Nur so ein bisschen, weil ich weiß, dass mein Freund sich sehr darüber freuen wird. Ich probiere nur ein kleines, 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 klitzekleines bisschen. Ich probiere eine ganze. Lecker. Lecker. Mega lecker. Sehr würzig. Du hast natürlich bei diesen Cabanossis immer diesen Fettfilm darüber, ne? Aber das ist angenehm. Und, ich sag mal so, wer Beefy mag, wird dieses Ding auch sehr, sehr gerne mögen. Und dann ist hier auch noch von Mr. Jim was mit dabei gewesen. Peanuts in Chocolate. Das ist quasi die Weiterentwicklung von Mr. Tom, würde ich mal so sagen. Und da ich Mr. Tom noch gar nicht ganz aufgegessen habe, wird Mr. Jim jetzt noch nicht angebrochen. Aber das wird auch unheimlich lecker schmecken. Aber wenn du dann auch diese Erdnüsse hast und dann ist da Schokolade drum zu. Lecker. Yum, yum, yum. Jetzt habe ich alles gesehen. Hier blende ich euch mal den Gesamtwert der Box ein. Trotzdem denke ich, dass es gerade so 20 € sein werden. Aber wie gesagt, hat mir gefallen, hat mir geschmeckt vor allem. Da war nichts dabei, wo ich sage, iba. Aber den habe ich auch noch nicht probiert. Ich glaube, das wird auch noch eine kleine Herausforderung. Trotzdem, cooler Inhalt, passend zum Thema. Und ja, Abo läuft selbstverständlich weiter. Ne? Ihr Lieben, ich hoffe, euch hat mein Video gefallen. Dann lasst mir doch sehr, sehr gerne einen Daumen nach oben da. Würde ich mich extrem drüber freuen. Ja, ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Lass es dir einfach gut gehen. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Ich verlinke dir hier oben mal meine Playlist zu den ganzen Unboxings meiner Abo-Boxen. Hier unten meinen neuesten Upload. Und auf dieser Seite kannst du, wenn du möchtest, mich einmal kostenlos abonnieren. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao!